müssen reden. Es gibt ein Thema, über das wir schon sehr lange mit euch reden wollen, weil es uns sehr beschäftigt. Es gibt nämlich eine Sache, die jeder verstehen sollte, der unsere Videos anschaut. Und in letzter Zeit haben sich Kommentare dieser Art gehäuft. Und ja, wir haben gemerkt, es ist lange überfällig, dass wir darüber reden und deshalb machen wir das heute. Ja, ihr seht also, es geht ums Thema Clickbait. Und uns ist einfach wichtig, dass ihr wisst und versteht, warum wir tun, was wir tun. Und heute nehmen wir euch mal mit hinter die Kulissen von YouTube, was ihr als Zuschauer nicht mitbekommt, weil wir finden, das habt ihr verdient zu erfahren. Ja. Als erstes mal an, wie YouTube eigentlich funktioniert. Also klar, YouTube ist eine Videoplattform, ich glaube, das wissen wir alle. Und auf dieser Plattform werden mittlerweile täglich Millionen von Videos hochgeladen. Also es ist völlig absurd, was für Mengen an Videomaterial das sind. Und ich würde mal behaupten, dass 99,9% dieser Videos, dass ihr die nie zu Gesicht bekommen werdet. Wir und übrigens auch nicht. Nee. Ja, niemand. Also ich glaube, jeder sieht einfach nur einen Bruchteil von dem, was es auf dieser Plattform gibt. Und der Grund dafür ist der YouTube-Algorithmus. Der YouTube-Algorithmus ist quasi ein Programm, das weiß, was eure Interessen sind. Das weiß von jedem Zuschauer auf YouTube, was er gerne mag und kann ihm dann dementsprechend Videos vorschlagen, die halt auch zu den Interessen passen. Weil YouTube will natürlich, dass du auf der Plattform bist und da Zeit verbringst. Und woher weiß er das? Der weiß es durch Informationen, die du ihm gibst, durch einfach die Videos, die du anschaust, Sachen, nach denen du suchst. Und der sammelt einfach so nach und nach Daten. Wenn du das erste Mal auf YouTube bist, dann weiß der Algorithmus natürlich noch nicht so gut, wer du bist. Vielleicht weiß es auch schon über andere Webseiten und Cookies und Daten, die da weitergegeben wurden. Wer weiß das schon. Aber im Endeffekt sammelt er seine Daten basierend auf dem Nutzerverhalten, was man halt an den Tag legt. Der Algorithmus schlägt euch also im besten Fall Videos vor, die euch interessieren. Und zwar findet das auf der YouTube-Startseite statt, die ihr wahrscheinlich alle kennt. Ich schätze mal, dass der Großteil von euch uns sogar über die Startseite gefunden hat. Hallo. Und wenn ihr auf die Startseite schaut, dann seht ihr da ja eine ganze Menge Titel und Thumbnails. Thumbnails sind die kleinen Titelbilder von den Videos, also die Standbilder sozusagen, die das Video so ein bisschen inhaltlich beschreiben, genauso wie der Titel. Und jetzt haben wir ja gesagt, werden jeden Tag Millionen von Videos hochgeladen. Natürlich wird nicht jedes dieser Millionen Videos bei euch auf der Startseite angezeigt, aber es sind trotzdem Hunderte. Und jeder, der einen YouTube-Kanal hat, fände es natürlich schön, wenn seine Videos sich jetzt irgendwie gegen die anderen Videos behaupten könnten und von euch geklickt werden. Jetzt ist quasi die Aufgabe, dass Titel und Thumbnail so gut sind und so klickstark, dass die Zuschauer draufklicken. Und da gibt es jetzt ein paar Gesetzmäßigkeiten, die sich, manche davon sind schön, manche nicht so schön, die sich aber einfach bewährt haben, die einfach gut funktionieren. Da haben wir zum Beispiel einmal krasses Abenteuer, wo man sagt, boah, da klicke ich drauf, da werde ich entertained. Oder Drama. Oder was ganz Besonderes, Extravagantes, etwas Verstörendes. Was richtig neugierig macht. Ja, also es verspricht einem einfach was, dass man das davon bekommt, dass man jetzt auf dieses Video klickt. Das ist die Essenz dafür, dass man einen guten Titel und Thumbnail hat. Absolut. Das heißt also, wenn man einen erfolgreichen YouTube-Kanal haben möchte, dann sind Titel und Thumbnail extrem wichtig, dass die angeklickt werden. Und da kommen wir eigentlich jetzt auch schon nahtlos zum Thema Clickbait. Jetzt hier
weitermachen zu können, müssen wir uns erstmal anschauen, was Clickbait eigentlich ist, also die Definition. Wir haben hier mal eine rausgesucht. Clickbait, auf Deutsch Klickköder, sollen die Nutzer durch neugierig machende oder reißerische Überschriften ködern, also auf Englisch Bait, und für Interaktionen in Form von Klicks sorgen. Das heißt, wir können festhalten, Clickbait ist per se absolut nichts Schlechtes, weil eigentlich jeder gute Titel dich ja dazu bewegen soll, ein Video anzuklicken. Das heißt, jeder gute, mitreißende Titel ist im Endeffekt Clickbait und das ist absolut okay. Problem ist es dann, wenn eben in dem Titel oder dem Thumbnail oder in Kombination entweder gelogen wird oder irgendwas Banales extrem übertrieben dargestellt wird. Oder falsche Versprechungen gemacht werden. Ja. Beispielsweise, wenn wir jetzt hier in Zypern durchs Hinterland fahren und wir fahren an einem Unfall vorbei und fragen die Leute, also an einem Verkehrsunfall und fragen die Leute, hey, ist alles in Ordnung? Die so, ah ja, Rettungskräfte sind schon alarmiert, ihr könnt jetzt hier gerade nichts machen. Und wir nennen das Video dann mit erschrockenen Gesichtern Unfall im Hinterland. Und das Video ist aber, keine Ahnung, 40 Minuten lang und dieses Segment macht halt 20 Sekunden aus, was einfach ja gar nichts relevant mit dem Inhalt zu tun hat. Dann ist das Clickbait und dann ist das absolut unfair euch gegenüber und ja, das reicht ja eigentlich schon. Also ich glaube, ihr könnt jetzt gut nachvollziehen, was wir unter negativem Clickbait verstehen. Das heißt einfach ein Thema völlig aufbauschen, obwohl es in dem Video gar nicht so relevant ist und wirklich nach Klicks fischen sozusagen. Und man darf aber eben auch die andere Seite davon betrachten. Wenn in einem Video ein Thema super viel Raum einnimmt, weil man sich intensiv damit beschäftigt, weil es sich durch den ganzen Vlog zieht, weil es einfach extrem präsent ist und so das, was uns in diesem Video am meisten bewegt, dann ist es ja völlig logisch, dass das das Hauptthema des Videos ist und dass wir dieses Thema auch im Titel aufgreifen. Und ihr wisst ja, wir zeigen unser Leben sehr transparent, sowohl mit seinen Höhen als auch seinen Tiefen, weil nun mal das Leben einfach so ist. Es passieren halt einfach manchmal Dinge, die laufen gut und dann passieren halt Dinge, die laufen nicht so gut. Und wenn halt was nicht so gut läuft, was uns beschäftigt, mit dem wir uns auseinandersetzen, dann ist die logische Schlussfolgerung, wie gesagt, wenn das Video das Thema gut widerspiegelt, dass das auch im Titel und Thumbnail auftaucht. Es ist zum Beispiel so, neulich hatten wir ein Video gepostet, das hieß Scheiß Timing. Da ging es darum, dass mir das Eltern zu Besuch waren. Wir haben uns wahnsinnig darauf gefreut, dass sie da sind. Und Mira war einfach wegen ihrer Periode nicht nur irgendwie 4-5 Tage ausgenockt, sondern irgendwie 7 von den 10 Tagen, wo Miras Eltern da waren. Und ich war 8-9 Tage eigentlich fast nicht wirklich fähig, groß was zu machen. Und es war halt einfach scheiß Timing. Und wenn wir dann unter so einem Video Kommentare kriegen wie so ein Clickbait-Titel oder so ein negativer Titel, dann ist das für uns halt auch irgendwie schade, weil das war halt die Realität, das hat uns in diesem Video am meisten beschäftigt und so ist es halt einfach, dann wählen wir diesen Titel und dieses Thumbnail und optional kann man auch einfach noch dazu sagen, diese Titel funktionieren tendenziell besser. Aber dazu kommen wir später nochmal. Hier ist jetzt ziemlich warm geworden, deswegen kühlen wir uns mal kurz ab, aber wir machen dann gleich weiter. Wir wollen euch nämlich noch einmal teilen, was für Situationen wir in der Vergangenheit auf unserer YouTube-Reise hatten, wo wir das Ganze falsch gemacht haben und auch was wir daraus gelernt haben. Und wir wollen euch aber auch noch erzählen, was wir uns so für die Zukunft für Gedanken gemacht haben. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Mhm. Seid ihr bereit für unser neues Spielzeug? Alter, ist es heute kalt! Und gleich abtauchen. Und rein mit dir, Mira! Thank you.
wir könnten ja jetzt das Video nennen, wie diese Aktivität unser Leben verändert hat. Also, wann haben wir das Prinzip falsch angewendet und nicht richtig gemacht? Die einen oder anderen erinnern sich vielleicht noch an die Zeit, das ist schon eine Weile her, als wir in Griechenland waren, haben wir, ich würde mal sagen, zwei Videos gepostet, wo das Ganze ein bisschen grenzwertig war und wo wir eher negatives Clickbait betrieben haben. Was wir jetzt heute rückblickend auf jeden Fall sehen und auch gut nachvollziehen können, dass da einige Reaktionen einfach nicht so erfreut waren. Und zwar sind es diese beiden Videos hier. Und thematisch ging es in beiden Videos tatsächlich darum, dass es uns wirklich schwer gefallen ist, im Vanlife anzukommen und dass wir wirklich drüber nachgedacht haben, ist dieser Lebensstil das Richtige? Hören wir vielleicht auf? Vielleicht passt es einfach nicht. Wir verstehen aber auch absolut, dass diese Titel und diese Thumbnails euch eine andere Erwartungshaltung gegeben haben, in dem Moment, als ihr auf das Video geklickt habt. Ihr habt erwartet, dass ihr eine andere Geschichte erzählt bekommt, als die, die wir erzählt haben. Und auch wenn die Titel für uns in einer gewissen Weise stimmig waren, weil es Gedanken waren, die wir hatten, waren sie auch einfach überzogen und dadurch absolut Beispiele für negatives Clickbait. Und das ist auf jeden Fall was, von dem wir uns auch nach und nach entfernen wollen und wo wir auch einfach mittlerweile eine andere Herangehensweise haben. Was man aber auch noch verstehen darf, beziehungsweise zusätzlich verstehen darf, ist, dass wir selber uns auch durch Clickbait schaden. Das heißt, wir geben sehr viel Gedanken in jeden Titel und Thumbnail. Also das macht wirklich einen wahnsinnigen Teil jeder Zeit aus, die wir in das Video reinstecken. Wirklich unser Brainstorming, wie heißt dieses Video, was bringen wir rüber. Und es ist auch so, dass uns Clickbaiting einfach schadet, unserem Kanal. Weil der YouTube-Algorithmus erkennt das. Der YouTube-Algorithmus liest unseren Titel und der scannt unser Video. Und wenn der merkt, oh, da steht jetzt in dem Titel irgendwie Unfall. Und dann ist aber nur 10 Sekunden ein Mini-Unfall zu sehen, den man noch nicht mal richtig sieht, weil wir oder die Kamera nicht drauf gehalten haben. Genau, oder gar keiner, weil du es nur nacherzählst. Genau, dann versteht der Algorithmus, okay, dieser Titel entspricht nicht dem Inhalt und spielt dementsprechend unser Video schlechter aus. Das heißt, wenigen von euch wird es angezeigt und dadurch schießen wir uns natürlich ins eigene Bein. Das heißt, wir achten sehr bewusst darauf, dass wir kein negatives Clickbait betreiben, um eben genau das zu vermeiden. Jetzt kommt natürlich die berechtigte Frage auf, ja, Mira und Fabian, ihr seid ja eigentlich immer so positiv und so weiter und so fort. Wieso nutzt ihr dann so negative Titel, so Drama und so weiter? Das passt gar nicht zu euch, das ist, gefällt uns nicht, finden wir doof. Wir auch. Wir auch, absolut. Aber es ist einfach so, YouTube ist für uns mittlerweile ein Business. Wir stecken da super, super viel Zeit rein, super viel Energie und es muss sich einfach tragen. In dem Moment, wo es sich nicht mehr trägt, können wir es nicht mehr machen. Und Fakt ist einfach, negative Titel, Dramatitel funktionieren einfach besser wie positive Titel. Wir blenden euch das hier mal ein. Hier seht ihr den direkten Vergleich von positiven Videos, von negativen Videos. Und die negativen Videos wurden einfach weitaus besser geklickt wie die positiven. Wir beschränken uns hier jetzt einfach mal auf Vlog-Videos, also einfach, wo wir euch mitnehmen in unseren Alltag. Nicht irgendwelche Fazit-Videos, die funktionieren bei uns zum Glück immer gut. Aber auch eher mit reißerischen Titeln. Aber auch eher mit reißerischen Titeln. Frankreich gefährlich. Und es ist einfach so, wie gesagt, wir haben da auch keinen Bock drauf, aber in dem Moment, wo halt hier die Zahlen nicht mehr stimmen, wo sagen, hey, YouTube ist für uns einfach nicht wirtschaftlich, müssen wir einfach aufhören, Videos zu produzieren in dieser Fülle. Mira müsste einen anderen Job machen, ich müsste vielleicht auch noch mal was anderes machen und dann würde halt kein Video mehr kommen. Und wenn die Verpackung reißerisch ist und der Inhalt aber gut ist, dann sind wir damit im Reinen, vor allem eben, weil wir ja wirklich darauf achten, dass wenn, selbst wenn die Titel negativ sind, dass sie der Wahrheit entsprechen und dass sie euch das Gefühl geben, ah, okay, dieses Thema ist einfach Thema, es ist ein großes Thema. Und der Grund, warum wir jetzt dieses Video auch machen und das so ausführlich erklären, ist echt einfach, weil wir uns wünschen, dass ihr das gut nachvollziehen könnt und dass ihr das versteht, damit ihr einfach wisst, ah, okay, wenn Mira und Fabian so ein Video posten, dann muss ich jetzt keine Sorge haben, dass ich jetzt hier 40 Minuten Gejammer und Gelaber irgendwie ertragen muss und dass die sich die ganze Zeit auskotzen und irgendwie so ein Gesicht ziehen. Ihr wisst, wir versuchen eigentlich aus allen Situationen das Positive rauszunehmen, daraus zu lernen, daran zu wachsen, wir reflektieren
Und wir geben uns auch immer sehr viel Mühe, euch trotzdem ein schönes Video zu präsentieren, was euch Spaß macht, was euch im Endeffekt alles in allem ein gutes Gefühl hinterlässt. Absolut. Und immer wieder mal bekommen wir auch Kommentare, von denen wir wissen, dass sie super lieb gemeint sind. Sowas wie, ey, diese negativen Titel habt ihr doch gar nicht nötig, wir würden eure Videos so oder so gucken. Und erstmal danke dafür, das freut uns natürlich total. Wir müssen aber eben, wir haben es an den Zahlen gesehen, auch ganz klar sagen, das trifft halt auf einen kleinen Prozentsatz von euch zu, auf den harten Kern, sage ich jetzt mal, für den wir super dankbar sind. Danke, harter Kern. Genau, aber der Großteil der Zuschauer, bei denen wäre das halt nicht so. Also ich meine, klar könnten wir unser Video einfach Vanlife-Woche 50 Zypern nennen. Die meisten, der Hardcore-Kern würde es sich vielleicht auch anschauen, aber die meisten halt nicht. Und in dem Moment wäre YouTube dann für uns so unwirtschaftlich, dass wir es nicht mehr machen können. Und es ist eine riesen Leidenschaft. Wir haben total viel Spaß dabei, aber so viel Zeit und Energie, wie wir reinstecken, muss es einfach auch entsprechende Ergebnisse liefern. Und es soll absolut kein Jammern oder Beschweren sein, sondern das sind einfach nur die Tatsachen, so wie sie sind. Wir sind super happy mit der Situation, wir sind super happy mit euch, wir sind happy mit unseren Videos. Aber uns war es einfach wichtig, dass ihr das gut verstehen könnt. Und einfach wichtig zu verstehen ist, wir spielen das Spiel YouTube auf der Plattform YouTube. Und die Regeln für dieses Spiel, die hat nun mal YouTube und die menschliche Psyche gegründet und nicht wir. Und die menschliche Psyche klickt halt nicht auf Woche 52 Zypern, sondern auf das krasseste Erlebnis unseres Jahres. Genau. Und wir haben euch ja noch versprochen, mit euch zu teilen, was wir in Zukunft anders machen werden. Wir wollen einfach mehr Titel machen, die das Thema so ein bisschen aufgreifen und einfach sehr stark präsentieren. Natürlich auch mit einer Neugierde, aber möglichst, wenn möglichst, ohne diese Negativität, beispielsweise dieses Video, wo uns diese Begegnung verändert hat, dieser Hang, das Video von vor 3, 4, 5 Wochen irgendwie grob. Das wollen wir jetzt ausprobieren, ob das funktioniert, weil das uns einfach auch lieber wäre. Aber das zeigt die Zukunft, ob es funktionieren wird. Genau, und das ist einfach eine Findungsphase. Da müssen wir uns ein bisschen ausprobieren. Mal gelingt es uns besser, mal schlechter. Und wenn uns halt was Krasses passiert, dann dürft ihr damit rechnen, dass das auch im Titel steht. Weil wir ja das Video in gewisser Weise auch verkaufen müssen. Und für uns ist das okay. Wir haben die Regeln von YouTube akzeptiert. Akzeptiert ihr sie auch. Genau, wir wollten euch jetzt mal diese Regeln aus YouTuber-Sicht sozusagen präsentieren. Ihr kennt ja wahrscheinlich die meisten von euch einfach die Zuschauersicht. Und als wir selber nur noch YouTube-Zuschauer waren, da haben wir das auch nicht verstanden, wie das funktioniert. Ja, wir hoffen, ihr hattet Spaß bei unserer kleinen YouTube-Unterrichtsstunde. Habt was gelernt. Absolut. Und ja, wir freuen uns einfach über jeden, der von euch dabei ist. Egal, ob der ganz frisch dabei ist oder ob ihr schon von Anfang an mit dabei seid. Weil ohne euch hätten wir diese ganze Reise so wahrscheinlich gar nicht machen können. Und dafür ganz, ganz großes Dank an unsere Community. Neulich war die Frage, wer ist denn die Community? Wir haben noch keinen ausgewählten Kreis, sondern das seid alle ihr, die hier diese Videos angucken. Und da wollten wir Danke sagen. Und wir freuen uns natürlich auch über jeden, der unseren Kanal abonniert. Das hilft uns. Und diese Glocke abonniert, weil dann verpasst ihr einfach kein Video mehr. Und kleiner YouTube-Lehrstundenzusatz: Je schneller unsere Videos von euch lang genug geguckt werden, ohne dass ihr wegklickt am Anfang, desto besser ist das für uns. Also für jeden, der uns unterstützen mag, schaut immer, wenn es euch gelingt, gleich am Donnerstagabend die Videos, schaut sie in voller Länge. Das dient uns einfach, weil dann sieht der Algorithmus, hey cool, das Video scheint beliebt zu sein und es wird einfach mehr ausgespielt.
Und wir sprechen da jetzt mit euch in der Annahme, dass ihr unsere Videos eh gerne schaut, ja, und dass es deshalb für euch einfach, ja, Spaß ist. Genau, also lasst uns gemeinsam weiterreisen. Nächste Woche kommt wieder ein richtig cooler Vanlife-Vlog. Und wie gesagt, wir bleiben nicht ewig auf Zypern. Das nächste große Abenteuer ist geplant. Wir sind selber schon relativ heiß. Im wahrsten Sinne des Wortes. Danke, dass ihr dabei seid. Bis dahin. Peace.